Und ich habe auf einem TikTok, das ein bisschen viral gegangen ist, mit 51.000 Views oder so, da waren zum Beispiel, also da waren so viele Frauen, die darunter geschrieben haben, boah, Respekt, und das würde ich mich auch gern trauen. Und auf der einen Seite macht mich stolz und auf der anderen Seite dann auch nicht, weil ich mir denke, das sollte eigentlich keinen Respekt verdienen. Eigentlich sollte Ja. das das Normalste der Welt sein, dass jede Frau, egal wie sie ausschaut, sich selbst liebt und das nach außen zeigen kann, zu ihrem Körper zu stehen, ne? Also Respekt ist, wenn jetzt zum Beispiel jemand, für mich, keine Ahnung, in der U-Bahn wird jemand verprügelt und jemand geht dazwischen, das ist ein Mensch, der für mich Respekt verdient hat. Es kann doch eigentlich nicht sein, dass jemand, der sich ein bisschen mehr mit mehr Gewicht traut, ein Bikini anzuziehen, Respekt verdient hat. Also das ist doch irgendwo verkehrte Welt eigentlich. Dann würde ich sagen, einen schönen guten Abend. Fangen wir einfach mal an, ein bisschen zu quatschen. Ja. Wenn ich mir meine Themenliste so angucke, ist die sehr, sehr, sehr vielseitig irgendwie. Also ich möchte gerne mit dir über Musik sprechen. Ich möchte auch mit dir über ein bisschen ernstere Themen sprechen. Wo fangen wir denn am besten an? Wir fangen bei deinem neuen Song an. Der Ja, heißt sehr gerne. Mahnmal. Magst du mir was über Mahnmal erzählen? Worum geht es denn da genau? Also in Mahnmal geht es um meine Essstörung. Ich bin Binge-Eaterin, seit ich ja ungefähr 8 Jahre alt bin, also schon ziemlich lange. Ich sage jetzt nicht mein Alter, aber es ist schon länger. Und genau, ich habe mich, also habe lange Zeit mich nicht so richtig damit beschäftigt, weil ich einfach dachte, naja, das ist vielleicht so eine Undiszipliniertheit, zumindest ist es das, was die Gesellschaft einem so ein bisschen vermittelt, ne? Dass man da halt einfach faul ist oder ein bisschen gerne isst oder wie auch immer. Und ich habe wirklich erst vor 2 Jahren verstanden, dass das eben eine ernstzunehmende psychosomatische Krankheit ist und habe angefangen, mich damit auseinanderzusetzen. Und da kamen eben verschiedene Erkenntnisse hoch, die ich in dem Lied verarbeite. Und ich habe das Lied auch tatsächlich dann in einer psychosomatischen Klinik für Essstörungen fertiggeschrieben. Also da war dann so die letzte Erkenntnis da einfach für mich, um dieses Lied so fertig zu schreiben. Genau. Ja, okay. Vielleicht für die Leute, die es jetzt nicht wissen, was ist Binge Eating? Also wie kann man das jemandem beschreiben, der da noch nie was mit zu tun gehabt hat? Also Binge Eating ist eine Essstörung, bei der man unkontrollierte Essanfälle hat, also teilweise mehrmals täglich, teilweise mehrmals pro Woche, je nachdem natürlich auch, in welchem Stadium man da so ist. Und unkontrolliert in dem Sinne, als dass man wirklich wie ferngesteuert eigentlich zum Kühlschrank läuft oder in den Supermarkt geht und wirklich ohne Maß isst, weil man eigentlich eben gar, weil es gar nicht darum geht, einen Hunger zu stillen, sondern weil es eigentlich darum geht, ein psychisches Problem in irgendeiner Weise zu unterdrücken oder eine Leere zu füllen. Und dementsprechend ist da auch kein Sättigungsgefühl mehr in dem Sinne irgendwie spürbar, eigentlich. Sehr, sehr oft. Ja, was ich bei dir so interessant fand, ist, wie du eben sagtest, du hast das ja in der psychosomatischen Klinik geschrieben. Und man sagt ja auch immer so, es ist ja fast immer so eine Floskel, eine Musik ist Therapie und so weiter, aber ist bei dir hat das schon zu ver oder trägt das schon zur Verarbeitung mit bei, oder wenn ich das richtig verstehe? Total, total. Also es gibt natürlich auch Lieder, die sind jetzt weniger selbsttherapeutisch, sage ich mal, aber gerade bei dem Song ist es auf jeden Fall so, dass es in erster Linie reine Selbsttherapie war. Also das war auch einer der wenigen Songs, die ich angefangen habe zu schreiben und wusste, da geht es jetzt nicht darum, dass der mal veröffentlicht wird. Den muss auch nie jemand hören, der ist eigentlich nur für mein Seelenheil. Und dann hatte ich den aber am Ende vom Klinikaufenthalt, kommen immer die Neulinge und be werden begrüßt und die gehen, die verabschieden sich oft mit einem Text, den sie zum Beispiel geschrieben hatten. Und ich habe mich mit diesem Song verabschiedet und habe einfach die Reaktionen von den ganzen Patienten und Patientinnen gesehen. Und da ist mir eigentlich klar geworden, okay, eigentlich wäre es sehr wichtig, dass der Song eben nicht nur für mich da ist, sondern auch für andere Menschen, weil der hat auch anderen was zu geben, Leute, die sich in dieser Story einfach wiederfinden. Und ich glaube, das sind gar nicht mal so wenige Menschen tatsächlich. Wie haben denn die gar nicht mal so wenigen Menschen reagiert? Ich meine, er ist jetzt schon ein paar Tage draußen. Ja, Ja. Internet sei Dank, man kriegt ja viel mit, wie die Leute drauf reagieren. Wie waren denn so die Reaktion? Ja, also es gab auf jeden Fall auch einige Tränen von Leuten, die sich da sehr verbunden gefühlt haben damit. Und ja, also ganz viel Verständnis und auch, also es gibt auch wirklich viele Leute, die sich darin wiederfinden, ne? Und die das sehr stark auch finden, dass ich das so offen damit umgehe und das so nach außen bringe. Genau. Okay.
Und es macht es denn schon einen Unterschied? Ich meine, es ist jetzt nicht dein erstes Lied, was du geschrieben hast, aber wenn man jetzt halt über so ein Thema schreibt, wo man wirklich so mit dem Herzen halt dabei ist, wo man auch selber weiß, wovon man singt jetzt nochmal, macht das nochmal einen Unterschied, wenn man einen Song über so ein Thema schreibt? Als wenn man schreibt, keine Ahnung, die Welt ist schön, ich bin verliebt, hi, hi, hi. Weißt du, wie ich meine? Ja, also ich meine, das ist genau natürlich irgendwie so ein Verliebtheitssong ist ja genauso echt, wenn die Emotion jetzt nicht gekünstelt ist. Also von daher, irgendwo treffen mich selber alle meine Songs, weil ich schon sehr darauf achte, dass ich jetzt nicht irgendwas schreibe, was ich gerade auch überhaupt nicht fühle. Also ich versuche schon grundsätzlich immer aus mir raus das zu schreiben, was jetzt einfach gerade so in mir ansteht. Aber der Song ist natürlich schon nochmal was anderes. Und ich habe eben aber auch selber beim Schreiben gemerkt, und das ist eben schon der Unterschied zu Songs, wo man sich jetzt hinsetzt und sagt, so, ich schreibe jetzt einen Song. Es ist immer echt, aber man guckt natürlich genau, okay, was nehme ich jetzt für ein Wort, damit es sich reimt. Also man konstruiert ja ein Stück weit auch, damit das alles am Ende schön zusammenpasst. Und das habe ich bei diesem Song einfach gar nicht gemacht. Ich habe überhaupt nicht drüber nachgedacht, ob das jetzt vielleicht für irgendeinen Hörer komisch sein könnte, dass es einfach keinen zweiten Vers gibt. Es war mir egal, weil ich mir dachte, es fühlt sich jetzt so gerade richtig an, es gibt keinen zweiten Vers, da kommt halt irgendwie so eine absurde Bridge, irgendwie so was ganz anderes, und es war dann auch okay, und ich habe da gar nicht so viel drüber nachgedacht wie sonst. Ich bin eine Zerdenkerin sonst, und bei dem Lied halt gar nicht. So, ja. Okay. Du bist ja auch in sozialen Netzwerken aktiv, ne? Auf Instagram habe ich dich jetzt ein bisschen gestalkt und so weiter. Was würdest du denn sagen, ist es Fluch oder Segen, dieses ganze Instagram? Wenn man es jetzt auch gerade mal mit dieser Problematik, ne? Weil ich glaube das schon, dass auch viele jugendliche Erwachsene auch das dann sehen im Internet und denken, oh, so will ich auch sein, und dass sowas auch zu Essstörungen beitragen kann. Ist das Fluch oder Segen? Weil du kannst ja auf deiner Weise dann auch die positive Nachricht verbreiten, ne? Das ist ja die andere Seite. Eben, genau. Also ich habe, als ich angefangen habe, Instagram zu nutzen, und das war noch nicht so lang tatsächlich, 2018, glaube ich, da war ich auch da war ich auch wirklich noch viel weiter weg von dem Mindset, was ich jetzt habe, und habe halt auch diese typischen Seiten gefolgt, Follower, Influencer wie jetzt hier Fit, wie kann man hier tolle Rezepte mit Low Carb und wenig Kalorien und irgendwelche Transformation-Bilder, ne, wo jemand irgendwie 50 Kilo abgenommen hat. Ich habe genauer so ein Zeug angeschaut, und das hat mich täglich einfach so runtergezogen. Und nach der Klinik war es so, dass ich bei einer Patientin, die auch dort war, nochmal, dass ich die besucht hatte in Berlin im Nachhinein, und die hat sich also mit meinem Wissen mein Handy genommen und hat mal diesen ganzen Leuten gefolgt, denen sie folgt. Und hat da wirklich Influencer reingepackt, die wirklich also deutlich mehr Gewicht haben und eben deutlich zu ihrem Körper stehen und ganz viel Body Positivity nach außen tragen. Und das war ganz verrückt, muss ich sagen. Als ich das erste Mal gesehen habe, war es so, oh krass, das macht denn die da, und dass sie sich das traut. Und da war wirklich so dieses alte Denkmuster da. Und einfach umso mehr ich das gesehen habe, es wurde Teil meiner Realität, weil ich ja dann täglich habe ich die normalsten Frauenkörper gesehen, von sehr viel Gewicht bis sehr wenig Gewicht und mit Narben und ohne Narben und Dellen und was weiß ich was, und habe mich einfach dadurch mit dieser Realität konfrontiert, die ja da draußen auch ist, ne? Also wenn man da draußen durch die Straße geht, da sieht man ja auch nicht gefotoshoppte Gesichter, aber auf Instagram schaut man sich dann nur so diese perfekten heilen Welten an mit den perfekten aussehenden Menschen, und das ist ja keine Abbildung der Realität da draußen, die da draußen ist in meinem Handy. Und das hat mir ganz, ganz viel geholfen, und ein Stück weit will ich genau so jemand sein. Ich will jemand sein, wo jemand anders durchscrollt und sich denkt, boah, geil, das finde ich gut. Ich will auch so zu meinem Körper stehen können, weil das hat mich, wie gesagt, auch sehr, sehr stark beeinflusst. Und ich habe auf einem TikTok, das ein bisschen viral gegangen ist, mit 51.000 Views oder so, da waren so viele Frauen, die darunter geschrieben haben, boah, Respekt, und das würde ich mich auch gern trauen. Und auf der einen Seite macht mich stolz und auf der anderen Seite dann auch nicht, weil ich mir denke, das sollte eigentlich keinen Respekt verdienen. Eigentlich sollte das Normalste der Welt sein, dass jede Frau, egal wie sie ausschaut, sich selbst liebt und das nach außen zeigen kann, zu ihrem Körper zu stehen, ne? Also Respekt ist, wenn jetzt zum Beispiel jemand, für mich, keine Ahnung, in der U-Bahn wird jemand verprügelt und jemand geht dazwischen, das ist ein Mensch, der für mich Respekt verdient hat. Es kann doch eigentlich nicht sein, dass jemand, der sich ein bisschen mehr mit mehr Gewicht traut, ein Bikini anzuziehen, Respekt verdient hat. Also das ist doch irgendwo verkehrte Welt eigentlich. Mhm. Und das kommt mir dann halt auch immer so, wenn ich diese Kommentare dann lese.
Aber ja, es ist Fluch und Segen. Es ist auf jeden Fall beides. Jetzt hast du ja über die Selbstliebe schon mal gesprochen. Ich habe hier auch die Frage habe ich auch hier stehen. Warum machen wir es uns so schwer, uns selbst zu lieben? Hast du da irgendeine Antwort zu? Weil es fällt ja wirklich vielen Leuten schwer, ne? Wenn man sagt, ich liebe mich selbst, dann kommen welche, was bist du denn für ein arroganter Mensch, ne, in dem Moment? Warum fällt es uns denn so schwer? Also ich glaube, wir sind wahnsinnig viel am Vergleichen. Und da sind die sozialen Medien natürlich auch nicht gerade besonders hilfreich. Und man wird immer jemand finden, der besser, schöner, schlanker, sonst was ist im Vergleich. So, und wenn man sozusagen immer nach außen guckt und den Vergleich nach außen sucht, dann wird man immer schlecht abschneiden. Und dann wird man immer irgendwie sich selber weniger toll finden und sich selber abwerten. Also die Kunst ist daher eigentlich zu gucken, sich mit seinem eigenen Selbst zu vergleichen, zu sehen, wo war ich, wie habe ich mich vielleicht entwickelt im Vergleich zu vor einem Jahr oder so. Weil da wird man eigentlich dann immer merken, ja, Moment mal, da ist es eigentlich schon, hat sich ja schon viel verbessert. Ich habe mich vielleicht persönlich entwickelt oder ich habe es jetzt zum Beispiel geschafft, weniger Essanfälle zu haben oder. Also dann wird einem das eigentlich viel klarer. Und dann sind wir auch beim Thema Dankbarkeit, ne? Dass man dann eigentlich erst merkt, für was man selbst dankbar sein kann. Und dann kommt man mehr zu sich selbst, ne? Und kann sich besser lieben, denke ich mir. Aber es ist auf jeden Fall eine Reise. Ja, ich merke das schon. Das ist, glaube ich, auch nichts, was man so von heute auf morgen halt. Ne? Nee. Immer so. Ja. Aber was bedeutet dein Body... Jetzt habe ich es. Was bedeutet Body Positivity für dich? Weil ich habe immer so das Gefühl, wenn man verschiedene Leute fragt, bekommt man auch verschiedene Antworten. Ne? Was heißt denn Body Positivity eigentlich? Ist es wirklich dieses, ich bin so, wie ich bin, ich fühle mich wohl, so wie ich bin? Oder wie würdest du das interpretieren? Ja, es ist schon, seinen Körper so anzunehmen, wie er ist. Das heißt nicht, dass man unbedingt jetzt zum Beispiel nicht vorhat, abzunehmen oder keine Ahnung, sich in irgendeiner Weise zu verändern. Das bedeutet ja nicht, dass man Veränderungen irgendwie rauslässt. Das ist vielleicht auch nochmal ganz wichtig zu sagen. Aber es bedeutet, das jetzt und hier erstmal so anzunehmen. Und das Problem ist, das habe ich eben auch mein ganzes Leben lang gespürt. Ich habe halt wirklich ganz viele Träume und Wünsche und Bedürfnisse zurückgestellt in meinem Leben, weil ich eben dachte, mein eigentliches Leben beginnt erst, wenn ich abgenommen habe, wenn ich schlank bin. Okay. Und ich glaube, ich bin eben nicht die Einzige da draußen, der das so geht. Das heißt, ich habe also auch überhaupt, dass es mein Künstlerprojekt gibt, dazu wäre ich vor 5, 6, 7 Jahren nicht bereit gewesen, weil ich mich so gar nicht getraut hätte, auf eine Bühne zu gehen, mich so zu präsentieren. Also das hat mich ja so eingeschränkt, das schränkt einen ein darin, wie man sich auch bewegt, wie man überhaupt durch die Welt läuft, ne? weil man sich eigentlich eher irgendwie verstecken will, weil man sich schämt für sich und seinen Körper. Es hat mich eingeschränkt mit Kleidung. Ich habe mir zum Beispiel nie richtig schönere Klamotten mal gekauft, weil ich immer dachte, naja, du nimmst da jetzt im besten Fall dann ab und dann passen sie dir nicht mehr und dann gib jetzt gar nicht so viel Geld dafür aus, weil die passen ja sowieso nicht so lang. Ja, aber das ist nie passiert. Der halbe Kleiderschrank dann voll mit Klamotten, die ich mal gekauft habe, von denen ich dachte, irgendwann passe ich rein, in die ich aber de facto dann doch nie reingepasst habe. Also man lebt ja wirklich wie in so einer Vorwelt und wartet dann noch auf das, was noch kommt. Ja, und irgendwann kam dann halt die Erkenntnis, ja, aber was ist denn, wenn man irgendwann echt im Sterbebett liegt und merkt, verdammt, ich habe eigentlich mein ganzes Leben irgendwie an mir vorbeiziehen lassen und habe alle Dinge, von denen ich dachte, ich wäre für sie bestimmt und sie wären das Richtige für mich, nicht getan, weil ich dachte, ich muss schlank sein. Und wie bizarr ist es im Nachhinein, dass sowas Unwichtiges wie das Aussehen, was einfach, also mein Körper ist für ganz andere Sachen bestimmt. Mein Körper trägt mich jeden Tag da durch die Welt und macht so viele Dinge für mich. Und egal, ob ich jetzt da Kilos mehr habe oder nicht, also man lebt ja nur einmal und mich so zu beschränken, ist einfach Wahnsinn. Und es gibt da draußen so viele Frauen, für die das aber genauso ist, ja, also die immer noch genauso denken. Und ich habe ja auch bis vor kurzem so gedacht und ist eigentlich sehr schlimm, sehr, sehr traurig. Ja. Aber dann lass uns doch auch noch mal kurz über deine Musik sprechen. Neben Mahnmal, wie ist es denn momentan bei dir so? Wie ist denn die Kreativität so im Moment? Ich meine, wir sind jetzt auch schon wieder irgendwie so gefühlt vor dem nächsten Lockdown oder so vom halben Lockdown zumindest. Da haben ja viele Künstler gesagt, jetzt haben wir viel geschrieben. Wie sieht es denn bei dir da gerade schreibtechnisch, musikalisch aus? Ehrlich gesagt nicht so. Also ich habe ein paar Lieder noch so in der Hinterhand, sage ich mal, und kann das sozusagen peu à peu so vorbereiten, dass ich für nächstes Jahr dann wieder was habe zum Releasen. Aber
Also ich schreibe zum Beispiel wahnsinnig gerne mit anderen zusammen. Ich bin nicht so die alleine im stillen Kämmerchen Schreiberin, sondern wirklich zusammen mit einer Produzentin oder und auch eine Songwriterin, Songwriter, weil man einfach trotzdem durch diesen Austausch nochmal auf ganz andere Ideen kommt und der Input von anderen, also das ist einfach sehr wichtig für mich, so diese soziale Interaktion. Und das ist natürlich jetzt alles schon wieder ein bisschen rückläufig. Ne? Man überlegt sich dann wieder ein paar Mal, fährt man jetzt nach Berlin und setzt sich da mit Leuten in den Raum und so. Also von daher ist es gerade ein bisschen schwierig. Und ich muss auch dazu sagen, das Jahr war sowohl beruflich als auch persönlich schon wirklich anstrengend. Es sind jetzt schon sehr viele Dinge passiert und ich habe jetzt auch noch einen Umzug, der bevorsteht und so. Ich habe eh das Gefühl, dieses Jahr mache ich nicht mehr die Welt. Ja gut, ist ja aber, schon fast vorbei. Ne? Ja, und ich denke, das ist aber, also ich bin da gut zu mir und denke mir auch, das ist jetzt in Ordnung. Du kannst jetzt auch mal durchatmen und es ist okay. Aber das ist gut, dass du das gerade angesprochen hast, weil du schreibst ja nicht nur für dich. Ich habe ja auch gelesen, du schreibst ja für andere. Genau. was ist das? Gibt es da auch nochmal irgendwie einen Unterschied, dass man sagt, da gehe ich jetzt anders an ein Projekt ran, wenn es für jemand anders ist? Also jetzt nicht, um Gottes Willen, jetzt nicht irgendwie so nebenbei oder so, aber ob man halt irgendwie anders Lieder schreibt, wenn sie halt nicht für einen selber sind. Ja, total. Also einmal geht es natürlich auch ums Genre. Also wenn ich Schlager schreibe, dann sind natürlich da ganz viele moderne Anglizismen und solche Sachen, das sind natürlich raus. Ne? Und das ist eine ganz andere Wortwahl. Und dann kommt es natürlich aber auch an, jeder Künstler, jede Künstlerin hat ja auch nochmal was Spezifisches in der Sprache, in der Art zu singen etc. Also das sind ja alles Dinge, die damit einfließen. Ich muss im Deutschpop, wenn ich sozusagen mit oder für jemand anders Deutschpop-Sachen schreibe, muss ich immer ein bisschen aufpassen, dass ich selbst nicht irgendwas schreibe, was ich dann selber gerne haben würde. Da muss ich aufpassen. Okay. Nicht, dass ich am Ende da sitze und mir denke, ah, das Lied hätte ich auch gerne. Weil das ist natürlich mein Projekt dann am nächsten dran, so von der Art. Ja. Aber die meiste Zeit, also meine Texte haben ja doch dann, also Mahnmal jetzt mal ausgeschlossen, aber die anderen Texte haben ja doch oft auch so eine sarkastische Komponente, was ich total toll finde. Und es gibt natürlich Deutschpop-Künstler, die das nicht haben und dann verliere ich mich da auch nicht in den Texten. Ne? Aber eben, ich gucke schon, dass ich immer beim Künstler und bei der Künstlerin bleibe und erstmal aufsauge, was stehen da gerade für Gefühle im Raum, was sind gerade für Themen wichtig und versuche das dann schon maßzuschneidern. Und das ist auch total toll, weil man eben mal von sich selbst, von seinem eigenen Kopf und Ego einfach mal weg kann. Ne? Ja. Und das macht schon Spaß, ja. Wer kam eigentlich auf die Idee mit dem Video von Mahnmal? Das ist ja auch sehr, ja, kreativ, möchte ich jetzt mal sagen. Ne? Also irgendwie, also ich hatte den Eindruck, als ich das gesehen habe, ist irgendwie, also klar, man hat dieses ernste Thema, dieses nachdenkliche Thema und so weiter, aber trotzdem hat man so die ganze Zeit ja noch so dieses, es ist nicht alles, also wie soll ich das sagen, die Hoffnung ist noch da, so nach dem Motto. Und irgendwie auch so eine leichte positive Botschaft, auch durch das Video, finde ich nochmal unterstrichen. Ja. Wer kam denn da auf die Idee? Also was so die Räumlichkeit angeht, hatte ich schon sehr lang diese Vision, dass ich so eine alte, große Halle haben wollte. Und die Suche war wahnsinnig schwer. Das hätte ich nicht gedacht. Also ich dachte, so ein Abrisshaus, wie schwer kann es sein? Es war wirklich sehr schwer zu finden. Ja. Glücklicherweise dann wirklich kurz vor knapp eben diese Location gefunden. Und ich fand auch, also das war die Location meiner Träume, ist genau so geworden, wie ich dachte. Die Story, also diese Meta-Story mit diesem Teddy, den ich dann ablege bei dem einen Bild, das hat sich tatsächlich während des Videodrehs erst ergeben. Ah, was? Okay. Sehr spontan. Also das war, ich weiß gar nicht, mein Plan war eigentlich nur, dass ich in irgendeiner Weise diese Bilder zerstöre im Laufe des Videos, die Leinwände. Ja. Ich hatte auch wirklich hier Schere und Messer und sonstige Utensilien dabei. Und dann hatte sich das irgendwie so ergeben mit diesem Teddy, dass man den noch dann da ablegen könnte, um eben auch zu signalisieren, also im Nachhinein hat das total Sinn ergeben, dieses Bild zu sagen, so ich gebe jetzt dieses alte Muster, dieses kindliche Muster, das in meiner Essstörung ja drin ist, in diesem Sinne von eben, ich bin nicht fähig, mit meinen Gefühlen umzugehen und das Einzige, was ich kann, ist, das zu kompensieren mit Essen. Und das ist eben ein kindliches Muster. Und ich gebe das mit diesem Teddy mehr oder weniger zurück, da, wo es nämlich hingehört, nämlich zu meinem Kindheits-Ich und kann mich wieder als erwachsene Person sehen, die die Entscheidung hat, die jeden Tag sich neu entscheiden kann, wie sie mit sich und ihren Gefühlen umgeht. Und von daher war ich hin und weg eigentlich von dem Bild, aber das war wirklich, es hat sich wirklich erst so entschieden vor Ort, dass wir das so machen, ja.
Ja, das Witzige ist, ich hatte das auch so interpretiert, aber es ist ja witzig, dass das jetzt, ja, wirklich, wie du sagst, ne, spontan dann entschieden ist. Aber Ja, genauso kam es auch rüber. ja. Das würde ich so unterschreiben. Das war so auch meine Auffassung. Sehr schön, das freut mich. Ja, cool. Aber in der letzten Frage habe ich eigentlich immer so einen kleinen Ausblick, so von wegen, ja, was planst du denn und so weiter. Jetzt haben wir ja schon ein bisschen Ja. drüber gesprochen, dass du so ein bisschen runterfahren möchtest, erstmal, dass du dir die Zeit auch gönnst. Genau. Deswegen frage ich dich nach deinen guten Vorsätzen fürs nächste Jahr. Auch ganz spontan. Oh, Hast du stimmt. irgendwas? Gute Vorsätze. Also weiterhin gilt für mich wirklich der Vorsatz, gut zu mir zu sein. Und das ist auf so vielen Ebenen wichtig. Also sowohl was Bewegung angeht, dass man, auch das ist ja was, was die Essstörung mit sich bringt, dass Bewegung oft eigentlich nur bedeutet abnehmen. Also dass man Bewegung gar nicht macht, weil man sich jetzt damit gut fühlt oder so. Also das ist weiterhin sehr wichtig, dass ich Spaß an Bewegung haben möchte und mir ganz viel Entspannung auch gönne und Auszeit, mich nicht so selber unter Druck setze und ja, ein ganz neues, unabhängiges Leben in einer ganz schönen neuen Wohnung beginne. Und musikalisch will ich natürlich trotzdem, also habe ich natürlich trotzdem große Pläne, auch wenn es jetzt erstmal vielleicht ein bisschen leiser wird. Ich habe, wie gesagt, schon einige Songs in der Hinterhand und will es auf jeden Fall schaffen, noch mehr Leute einfach zu erreichen, die Reichweite zu erhöhen und ganz viele Leute dazu zu gewinnen, die sagen, Mensch, cool, das sind geile Texte und geile Stimme und das gefällt ihnen. Und natürlich auch mehr Live-Auftritte, das wäre sehr, sehr schön, wenn das Ich drücke dir nächstes ganz Jahr fest die besser Daumen, aber wird. das ist ja, das ist ja das, was wir uns alle wünschen, ne? Genau. Ja, Ja. das stimmt. Aber dann Ja. viel Erfolg. Viel Erfolg, lass es dir Dankeschön. gut gehen und ja, wir verlinken dein Video, dass alle noch mal gucken können Ja, vielen und Dank. positive Botschaften bekommen.